שלום עליכם, וירלנן יצא הנה משנה, לילו נשמת אסתר בת יהושע קאט, זיכרונה לברכה, די משנה זול זין לילוי נשמתה, זול זיוב מליכתי כגן עדן, זול זיפרונס אלה ביתן, נור גוטה ישועס, פסורס טויבס ונחומס, גוטה נחישתן, זול קומן וגן די משנה זול זין צו אירה גונסטן. וירלנן קפיטל 5, די לצטה משנה, קוד סי דנק, 5. Ich lese das zuerst in die Sprache von die Mishnah und dann wird das auf Deutsch übersetzt und dann erklären wir, was steht geschrieben. Hamitpalel veta'a siman ra lo. Vim shliach tzibur siman ra lesholchav. Mipnei sheshlucho shel adam kemoto. Amru alav al Rabbi Chanina ben Dosa, kshaya mitpalel al acholim, haya omer ze chai veze met. Amru lo, minayin ata yodea? Amar lahem, im shgura tfilati befi... יודע אני שהוא מקובל, ואם לאו, יודע אני שהוא מטורף. והבטן ונדשאיית דין איסט אסלן בויזס פורטשן, ונבן דה באופטרקת דה גמיינדה איסט אסלן בויזס פורטשן, פיודי דין באופטרקת האבן. די דה באופטרקת אנדס מנשן איסט וידיזה זלבט. Sie sagten darüber von Rabbi Chanina ben Dosa, dass er über die Kranken betet und sagte, der bleibt am Leben oder der stirbt. Sie sagten zu ihm, woher weißt du das? Er sagte zu ihnen, wenn ich mein Gebet fließend sprechen kann, weiß ich, dass dieser angekommen ist. Aber wenn nicht, weiß ich, dass dieser verworfen ist. Sehr gut. Also... Weil die vorigen Mishnayot haben gesprochen über Irrtum, über Fehler, über einen, der unkonzentriert oder seine Sinne, er ist nicht dabei, erzählt die Mishnah jetzt weiter, was passiert, wenn einer betet und er macht einen Fehler. Wenn einer betet und er hat einen Fehler, das ist ein schlechtes Zeichen. Auch ein Mensch für sich. Wenn ein Mensch betet und plötzlich... macht er einen großen Fehler, er ist woanders, er hat gelandet in ein anderes Kapitel. Es passiert, wenn ein Mensch ist unkonzentriert, plötzlich landet er woanders. Oder wenn er sagt, Shmona Esrei auswendig, plötzlich landet er in ein anderes Bracha. Oder er macht Birkat Hamazon, Tischgebet und plötzlich landet er bei Ashrei. Oder andere Sachen, kann viele Fehler passieren. Wenn das ein Mensch ihm passiert, ist ein schlechter Hinweis, schlechte Deutung. Er muss seine Taten, seine Handlung kontrollieren und überprüfen, warum Hashem hat mir gebracht so einen Fehler, dass ich beim Gebet so einen riesigen Irrtum habe. Aber das ist ein Mensch als individuell, als Persönlichkeit, als ein Mensch alleine, unabhängig von seiner Gemeinde. Aber wenn er ist Shaliach Zibur, wenn er ist ein Gesendeter von dem Publikum, ein Vorbeter, was ist ein Vorbeter? Er betet für alle, er ist der Kapitän, er ist der Chauffeur, er ist der Anführer von der Gemeinde. Und wenn er hat Fehler gemacht, dann ist das eine, weil er ist bevollmächtigt von den Menschen, ihm selbst gleich man erzählt, also das ist eine, das ist ein Zeichen für die ganze Gemeinde, dass etwas nicht gut ist. Also es ist eine schlimme Bedeutung, seine nicht gute Sache. Also wenn ein Mensch macht alleine Fehler, ist eine nicht gute Deutung für ihn. Und wenn ein Vorbeter macht einen Fehler, ist eine schlechte Deutung für wem? Für alle. Für alle. Warum für alle? Die wissen, dass der... Schlicho shel Adam, kemoto, was heißt das? Der bevollmächtigste Mensch, der Vorbeter, ist wie sich selbst. Also alle machen ihm, beauftragen ihm. Sehr, sehr gut. Jetzt erzählt uns die Mishnah über eine große Tzadik, der heißt Rabbi Chanina ben Dosa. Rabbi Chanina ben Dosa ist bekannt für seine Besonderheit, für seine Gebete. Er konnte sehr gut beten. Erzählt uns die Mishnah eine Geschichte, dass wenn er hat gebetet über Kranke, er wusste, ob der Kranke wird leben oder sterben. Hat man ihn gefragt, woher weißt du? Was bist du, ein Prophet? Was hat er gesagt? Nein. Wenn mein Gebet ist fließend. Genau. Woher weißt du das? Er erwiderte, wenn mir meine Gebet geläufig von Munde geht. Was ist geläufig von Munde geht?
wenn das Fließen aus meinem... Geläufig von Munde geht, klar, Autobahn, geradeaus, fließend. Dann, was weiß ich? Dass der Kranke... Oder wird sterben. Oder dass die, dass, wenn es Gebet. Geht, wenn es geht geläufig... Weiß ich, dass der Gebet ist angenommen. Und was passiert mit dem Kranke? Oder er lebt. Oder wenn es fließend geht. Wenn es passiert, gut. Also, hat man ihn gefragt, woher weißt du, ob die Gebet ist, woher weißt du, dass der Kranke ist tot oder wird er bleiben leben? Hat er gesagt, wenn mir das Gebet geläufig von Munde geht, weiß ich, dass der Kranke wird leben. Genau. Und wenn nicht, ich weiß, dass er sterben verloren ist. Also, es ist eine sehr interessante Sache. Von Rabbi Hanina ben Dosa, ich habe 3 Geschichten hier gefunden, dass es ihm passiert. Einmal, dass eine Mädel ist gefallen in eine Grube und Rabbi Hanina ben Dosa hat gebetet und hat gesagt, sie lebt noch. Zweimal, der Sohn von Rabbi Gamliel hat geschickt 2 Schüler zu Rabbi Hanina ben Dosa und hat gesagt, geh, ich bin sicher, dass der Sohn von Rabbi Gamliel wird gesund sein. Hat ihn gefragt, bist du ein Prophet? Was sagt er? Ich bin kein Prophet und auch nicht ein Sohn eines Prophet. Wenn mein Gebet ist geläufig in meinen Mund, weiß ich, dass er wird leben. Genau. Und wenn nicht, was weiß ich? Dass er wird sterben. Und sie haben geschrieben, um wie viel Uhr hat er das gesagt? Wie spät ist es jetzt? Diese und diese Uhrzeit. Stimmt? Ja. Ja. Und dann, sie sind gekommen zum Rabbi Gamliel und gesagt, Fakt. Es ist unglaublich, nicht wenig und nicht mehr. Es war genauso. Am dem Moment, wo er hat gebetet, die Hitze ist von seinem Korb weg. Und was wollte er? Wasser. Er wollte trinken. Und noch einmal steht geschrieben, dass der Sohn von Rabbi Yochanan ben Zakkai war auch krank. Und er hat gesagt zu Rabbi Hanina ben Dosa, bete für ihn. Er hat gelegt seinen Mund zwischen seinen Kopf, zwischen seine Knie. Und er hat gebetet und er ist geworden, gesund und er ist am Leben. Sagt Rabbi Yochanan ben Zakkai, hätte ich meinen Kopf ganzen Tag gelegt zwischen die Beine und gebetet, Gott hätte mir nicht so viel Aufmerksamkeit gegeben und so eine Wunder gezeigt. Und seine Gebete sind aber wirksam, der betet sehr gut. Hat ihm seine Frau gesagt, ist Rabbi Hanina größer als dich? Du bist doch Rabbi Yochanan ben Zakkai. Der größte Zadig, der größte Tana, so viele Schüler, du kannst die Sprache von den Engeln und so viel. Über Rabbi Yochanan ben Zakkai gibt es Sachen, du kannst nicht glauben, was steht darüber. Und Rabbi Hanina ist mehr als Rabbi Yochanan ben Zakkai, sagt er, Rabbi Yochanan ben Zakkai ist wie ein Minister. Und Rabbi Hanina ist wie ein Diener. Wer ist nah zum König? Der Minister oder der Diener? Der Minister, der Sar oder der Eved, der Sklave, der ihm die ganze Zeit, die Sklave. Also stimmt, dass der Minister ist größer, aber wann sieht er der König? Einmal die Woche, zweimal die Woche. Wann sieht der Sklave der König? Jeden Tag. Jeden Tag, ja. Also dann die Gebete kommen sehr schnell rüber. Es war ein Mann in Israel, wo er hat immer sehr schöne Nägel bei den Füßen gemacht. Und er war so glücklich, weil er war bei allen Tzadikim. Bei Rav Ovadia Yosef, bei Rav Steinmann, bei Rav Eliyoshiv. Alle Tzadikim haben ihn eingeladen, soll er machen die Füße. Dann hat er 10 Minuten mit dem Tzadik. Und dann konnte er mit ihm reden. Manche Leute wollen mit dem Tzadik 1 Minute haben. Haben sie nicht. Rabbi Hanina ben Dosa hat gesagt, wenn ich bete und mein Gebet ist geläufig, weiß ich, dass er wird leben. Dass er wird leben. Und wenn Chas v'Shalom, Chas v'Chalila, ist mein Gebet ein bisschen geirrt, ich habe mich verblonget, geirrt, dann weiß ich, dass er wird sterben. Okay, Gott sei Dank, wir sind fertig mit Kapitel 5.